Hallihallo. Ja, von mir gibt es jetzt nach circa 4 Jahren mal wieder ein Video. Ja, und zwar hat sich in den letzten 4 Jahren super, super viel getan. Und ja, ich wollte euch jetzt mal so ein bisschen up to date bringen. Und ja, vielleicht habt ihr ja Lust, meinen bzw. unseren neuen Weg jetzt auch mit zu begleiten. Und zwar, ja, ich hatte ja damals meinen Job gekündigt und habe mich als Fotografin selbstständig gemacht. Diese Entscheidung, ja, bereue ich bis heute überhaupt gar nie, weil die Fotografie ist halt genau das, was ich machen möchte und ja, was mich tatsächlich auch richtig glücklich macht. Ich bin, nachdem ich gekündigt habe und mich dann selbstständig gemacht habe, schwanger geworden mit Zwillingen. Ja, und das hat tatsächlich mein bzw. unser Leben halt schon echt ganz schön durcheinander gewürfelt und hat mich auch oft an meine Grenzen gebracht, bringt es jetzt immer noch. Aber auf jeden Fall konnte ich der Fotografie einfach nicht so viel Zeit widmen, wie ich das halt gerne getan hätte. Ich habe die ganze Zeit weiter Fotoaufträge angenommen und ja, habe halt weiter fotografiert, aber es war halt einfach keine Zeit für irgendwelche anderen Sachen, also weder YouTube noch sonst irgendwas. Genau. Und ja, jetzt sind mein Mann und ich gerade an so einem Punkt, wo wir gerade ja einen komplett neuen Lebensabschnitt für uns starten. Und zwar haben wir vor ein paar Tagen unser Haus verkauft, sind in unser Wohnmobil gezogen und wollen jetzt ja mit unseren Kindern und dem Wohnmobil quasi auf Reisen gehen. Ja, wir haben so noch keinen richtigen Plan, wie und was und wo. Aber wir wissen halt, dass wir erstmal rumreisen möchten und einfach aus dem Hamsterrad so ein bisschen ausbrechen wollen. Die Familienzeit einfach genießen wollen und ja, einfach neue Dinge entdecken möchten. Genau, und vielleicht habt ihr ja Lust, uns dabei zu begleiten. Ich habe mir jetzt vorgenommen, ja, regelmäßig YouTube-Videos aufzunehmen und auch hochzuladen, um das einfach so ein bisschen zu begleiten. Ich weiß noch nicht, also wie das wird und was für ein Umfang das wird, aber ja, der Gedanke ist auf jeden Fall da, das zu machen und genau, vielleicht habt ihr ja Lust, dabei zu sein. Tschüss!